Jo Leute, was geht? Willkommen beim vorletzten Part von Mario Kart DS. Im letzten Part haben wir Grand Prix alles gemacht. Wir haben Grand Prix abgeschlossen. Doch uns fehlen noch zwei Sachen, und zwar Wettkampf, was wir im letzten Part machen, und Rennmissionen Level 7, was wir im Part 34 freigeschaltet haben. Ja, die schwierigsten Rennmissionen hier verpackt in eine Level. Eieiei, ob wir das schaffen werden. Auf jeden Fall fangen wir an mit Mission 7.1. Setze 6 Powerslide Turbo Boost für eine Runde ein. Also auf Deutsch gesagt, drifte 6 Mal. Auf der Rainbow Road. Ha, habe ich mir schon gedacht. Ich meine, eigentlich habe ich mir auch überlegt, welche Strecke ist es eigentlich schwer, 6 Mal zu driften. Aber natürlich die Rainbow Road. Aber einmal haben wir schon. Zweite Mal auch. Scheiße, ich wollte nur ein drittes Mal, aber bin verrutscht. Scheiße. Aber es wird machbar sein, wenn man jede Kurve, glaube ich, zweimal driftet oder so, oder fast jede Kurve, jede scharfen Kurve auf jeden Fall, dann geht. Hier kannst du einmal. Genau. Hier. 5. Scheiße, und runter. Oder auf jeden Fall die 6. Aber wie gesagt, ich wollte auf jeden Fall die 6 Drifts da schaffen, weil die Kurve, die ist scheiße. Auf jeden Fall kann uns scheißegal sein, denn wir spielen nicht um den Sternrang. Das heißt, wir können ruhig Zeit lassen, wir können ruhig schlecht spielen. Das ist eh ein C-Rang, oder? Ne, B sogar. Aber scheißegal, denn es gibt eh keine weitere Mission, die wir noch freispielen. Ja, erreiche vor Bowser das Ziel. Oh Gott, die kann ich mir erinnern. Die ist nicht so einfach. Wie gesagt, die ganze Level 7 ist schwer. Also, ich bin froh, dass wir nicht auf Sternrang machen müssen, weil es wäre uns übertrieben. Genau, man kriegt nicht so overpowered Items, sondern nur Pilze. Ja, das glaube ich auch das Schwierige daran. Die Computer, die fahren auch. Oh, gute Routen. Ah doch, man kriegt doch einen Stern. Okay. Genau, hier ganz wichtig, runterfallen, weil da oben ist äußere Zug gesperrt. Sieht man eh auf der Karte. Genau. Aber die Item-Dinger sind noch da. Okay, gut. Wenn wir nicht verkacken oder runterfahren oder so, dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Ein Pilz. Ist jetzt eh kein Blitz ein. In Rennmission Blitz einsetzen. Deswegen hat sich irgendwie teleportiert. Da dann und sogar ein Stern. Wow, bin doch besser als ich gedacht habe. Weil ich dachte, die Mission wäre doch schwer. Sie hätte ich früher Probleme gehabt, aber es geht. Fahr innerhalb des Zeitlimits 2 Runden. Ich kann mich an die Mission erinnern. Die ist meine Lieblingsmission im Spiel. Und zwar Tic-Tac-Trauma 2 Runden lang fahren. Und zwar, die wurde ein bisschen erschwert, sagen wir mal. Und zwar, man sieht es schon vielleicht, es dreht sich alles schneller. Und hier 3 von den Dingern. Nicht nur einer. So, schnell da durch mit den Pilzen. Ich weiß nicht, wie viele Items es gibt, deswegen. Ja, das ist auf jeden Fall schneller geworden. Oh, ja, wie. Oh, fuck. Steck ist schneller geworden. Hier ist wohl sie verschnellert. Gut, ich hätte da noch einen Pilz einsetzen können. Ich wusste nicht, dass. Scheiße. Starten wir neu. Ich bin runtergefallen. Ja, ich wusste nicht, dass da noch Pilze sind. Der Mission verkackt ist schon ein bisschen peinlich, aber naja. Vor allem, wie langsam Donkey Kong fährt. Ich habe mir in Erinnerung, dass er viel schneller fährt. So. Ja, der driftet so scheiße. Scheiße! Keine Pilze. Ja gut, da brauchst du auch keine, wenn ich ganz ehrlich bin. Schon schwer genug ohne. Einfach abbremsen kurz. So lahm, ey. Ich bin viel schneller in der Runde. Und hier ein Pilz einsetzen, hier 300 CCM fahren, beziehungsweise kann es sogar bis 200 ist. Scheiße! Fuck, Alter, ich verpasse alle Pilze. Ey, ich glaube, die Mission werden wir verkacken, ey. Das kann ich nicht glauben. Aber wie gesagt, die PC-Steuerung ist einfach nur abfuck. So. Ugh.
Alter, das ist ekelhaft. Das ist wirklich ekelhaft. 2 Sekunden. Ja, das schaffen wir. Geh nochmal hier Gas geben. Ja, haben wir noch 11 Sekunden übrig gehabt. Aber das ist ein schlechter Rang, oder? Ja, A-Rang. Aber ist wurscht. So, 7-4. Setz das Panzer um 30 Gumbas innerhalb des Zeitlimits zu besiegen. Und genau wie der Gegner besiegen. Nur mit dem einzigen Unterschied, dass es hier genau 30 sind. Nicht so wie im anderen Mission, dass es immer mehr wie 30 sind, sondern hier sind wirklich genau 30. So, hier, zack, fick dich. Genau, immer langsam fahren, wenn du mit dem Lenzpanzer, weil dann wirst du nicht getroffen. Die gehen auch immer. Deswegen ist es teilweise schlau, wenn man so arbeitet. Gut, das hat ausreicht. Okay. Gut, es ist immer schlau, ein bisschen so zu arbeiten, nicht für die 3 Sterne, aber wenn das mal schafft, das ist halt mein Ziel. So. Genau, die gehen immer hier weiter vorne. Deswegen auch die vorderen killen, finde ich. Eine schlechte Idee. Oh, na, scheiße. Wie gesagt, keine schlechte Idee. Zu killen, die ganz vorne sind. Na komm, scheiße. Das ist ein Panzer. So, könnt ihr ruhig treffen lassen. Dann hier so ein kleiner Drift. So. So. Gut, 25. So, da sind wahrscheinlich noch 3. Bam. Bam. Ja, ja, komm. Scheiße. Kein Fail, kein Fail, kein Fail. Wenn die jetzt einen Gumba treffen würde, das wäre schon geil. 29 und wo ist 30? Hier ist 30. So, haben wir es geschafft. B-Rang oder R. Am Schluss war ich ganz schlecht, aber draufgeschissen würde ich sagen. Samt 20 Münzen, oh Gott. Das ist eine der schwersten Missionen, finde ich. Wirklich, weil die Münzen sind erstmal auf der wahren Arena, das ist auch teilweise schwer, aber gib dir, wie die platziert sind. So, dann muss man erstmal hier in der Mitte fahren. Jetzt kommt noch das da. Beschleunigungsschalten nicht einsetzen. Einfach Gas loslassen, wenn du im Beschleunigungsschalten bist. Hier auch. Schön präzise bleiben. Okay, gut, 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 gut. Bis jetzt immer gut. Wie gesagt, es ist... Es ist keine schlechte Idee, Gas loszulassen. Also, ah. Mal sehen und... Oh, 20. Alter, das war sogar gut. Bam, Stern. Nice. Im ersten Versuch, das hätte ich nicht gedacht, weil ich habe immer so lange gebraucht und auch andere Let's Plays habe ich gesehen, die auch ins lange Tag gebraucht haben, aber okay. Fahrt durch die 8 nummerierten Tore. Das ist eine schwere Mission. Jetzt denkt ihr euch, hey, einmal im Kreis fahren, das ist doch nicht schwer. Gebt ihr die Zeit. Die ist ends knapp. 2, glaube ich, hab's verkackt. 4, 5. Und, die letzte, die ist einfach nur scheiße. Aber okay, der Trick ist einfach dabei nicht bremsen. Also mit der PC-Steuerung ist es auch nicht gerade eine gute Idee. Ich tue es trotzdem. Okay, hüpfe, hüpfen, 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 hüpfen. Zwei, drei, vier, sechs, sieben. Ich bin noch da durch, also bitte. Alter, okay, jetzt habe ich den Dreh raus. Bisschen seitlich. Fünf, sechs, sieben. Ah, nee, oder? Bisschen nach außen, bisschen. Ja, ein bisschen. Ja. Gibt's gleich ein bisschen. Hier, fünf,
6, 7, das schafft man nicht. Oder doch? Oh, 166 Millisekunden. Das ist ein Arang, gut. Alter, das ist doch bitter. Fahr rückwärts, sammle 12 Münzen ein und weiche den Feuerstrahlen aus. Hm, viel verlangt. Wird auf jeden Fall schon. Genau, hier bei der Mission ganz wichtig, langsam fahren. Ich weiß, man kann die Kiste zerstören, wenn man genug Speed hat, aber empfiehlt sich nicht. Fahr einfach langsam. Den B-Knopf auslassen. Mit tut mein Hand so weh, Alter. Na, mal schön. Vor der Kurve immer loslassen und dann kurz überlegen, was du machst. Zur Fallstrahlen ausweichen. Genau. Einfach bremsen. Ja, das war chillig. Wie bist du angehört, jetzt werde ich mir so eine ASMR machen. 3 Sterne, Digga, was ist los? Ja, ich sollte mal so machen, wie gesagt, immer abbremsen, schön überlegen, was man so macht und ja, dann hat man die Mission. Mission 7-8, zerstöre 10 Itemboxen, weil ich hier den Fake-Dingern aus. Frag mich nicht, warum das Trug-Items heißt. Das ist das beschissenste Wort, was ich jemals gehört habe. Okay, Banane. Okay. Muss man eher auf die Karte gucken. Da sieht man es. Oder beziehungsweise so Itemboxen, die sich drehen. Wenn ich Fake-Dinger, die drehen sich nicht. Bananen. Ich glaube, die ist in der Mitte. Nein, die ist da. Nein, ist. Fuck. Da! Ich dachte, die wäre in der Mitte. Scheiße, das ist ja nicht. Ich soll mehr auf die Karte schauen, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay, sehr viele Bananen. So. Echt? Das war echt. Genau, dann sind das alles Fake-Dinger, das kann ich mir erinnern. Und die ist echt. Schnell Gas geben. Die ist echt. Und in der Mitte zwischen den Bananen ist echt. 6 Sekunden, glaube ich, ist richtig schlecht, oder? B-Rang, okay. Noch kein Sinn. Bisschen. Es gibt der Boss. Erreiche vor Wiggler das Ziel. Oh, leck. Ob wir das schaffen werden, weil der Boss ist auf Crack. Der Wiggler, der geht ends ab. Das sieht man jetzt schon. Gau unter LKWs durch, da kann man einen Pilz holen. So, jetzt hier bei mir. Dann kann man hier die Abkürzung nehmen. Keinen weiteren Stern. Gut, wenn er dich trifft, dann ist es eine gute Wahl, neu zu starten. Weil der fährt ein bisschen schneller wie man selbst. Und das Trick ist halt dabei, immer ganze Zeit Stern zu haben und die Pilze nehmen. Scheiße. Okay, ich glaube, es ist schlau, in der ersten Runde die Abkürzung nicht zu nehmen. Einfach wegen dem Stern. Wenn ich ganz ehrlich bin, so eine wirkliche Abkürzung ist auch nicht. Genau. Da rammt auch die Autos alle weg, das ist auch gut. Weil hier haben wir jetzt die Itembox und bam. Der fährt auch ein bisschen eine Schlangenlinie. Fuck, der wird schneller, der wird schneller. Wo ist der Stern? Fuck! Alter, ich hätte den... Genau, nicht den Pilz nehmen davor. Gut. Den da nehmen. Ja, gut. Den schaffst du noch nicht. Alter, die Mission ist... Früher habe ich das geschafft. Und das ist auch ganz gut, meiner Meinung nach, aber... Oh, du scheiß Arschloch! Alter, werde ich das jemals schaffen? Einfach auf dem PC ist die Steuerung so beschissen, sag ich dir. Weil der fährt einfach. Der ist einfach, glaube ich, doppelt so schnell wie du. Und wenn alles laggt, dann kenne ich auch nichts dafür, dass ich manche Sachen nicht sehen kann. Ich will nicht, Stern!
Alter, ich glaube, ich brauche eine Stunde, bis ich den geschafft habe. Über den Auto durch. Das ist die Spur, die er nicht nimmt. So, genau, immer schön außen. Ja, wie doll rammt er mich, bitteschön. Alter. Wenn ich am Ding nicht schaffe, dann wird es ein Zusammenschnitt-Ding sein. Das kann ich jetzt schon sagen. Wir haben nicht mal bis zum Ende geschafft. Ist auch scheiße. Na gut. Ich will da nicht. Und Gott, wieso mache ich es weiter, wenn ich nicht mal den Stern einsammle? Ist schon dumm von mir. Weil ich zeige euch erstmal, was passiert, auch wenn ich verkacke, was passiert bis zum Ende, wenn man das mithält. Das ist nicht seine schnellste Form. Oh Gott, nein. Jetzt kriegen wir mal in der Mitte. Alle LKWs ran. Denn die geben einen Pilz. Und er snakt jetzt so ein bisschen. Scheiße, den Schirm nicht erwischt. Auf jeden Fall, jetzt wird er schneller. Vor allem, wie ich ganz dahinter ihn bin, Alter. Früher habe ich es immer geschafft, ihn zu überholen. Boah, Driften ist auch nicht gerade die beste Idee. Kann ich in allen Autos Dings sein? Ein Pilz. Genau, an der Brücke kann man ihn noch einholen, weil er das Snake bzw. so Schlangenlinien geht. Der Snake wahrscheinlich übertrieben. Jetzt ist deine letzte Stufe, jetzt geht er ins ab. Jetzt sind da auch die Abkürzungen, der Bastard. Er wird langsamer bei der Abkürzung. Gut, das ist auch. Das Hahn zu sehen, der hat jetzt wirklich keine Gnade. Fuck Auto. Fuck Bus. Kann es nur schaffen, wenn er. Gut, den Pilz hätte ich schon nehmen müssen, aber ich hab's verkackt. Der ist schon im Ziel. Okay, gut, so schwer ist er auch nicht. Gut, dann erneut versuchen und ab jetzt gibt's einen Cut. Aber. Den Stern habe ich schon verpasst. Ja, und geh noch dichter! Fick dich, Auto. Fuck! Scheiße! Ja, genau. So dicht wie möglich, dass es ein Arschloch riechen kann. Ist auch keine gute Idee. Jetzt war Kacke hier. Ich bremse einfach. Bremse einfach. Pilz überholen und nicht driften. Gut, jetzt schon. Gib ich den besser klar. Setz den Stern schnell ein, Alter. Der schaut gut aus. Und die LKWs nehmen. Da ist immer ein Pilz drin. Gut, 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 gut. Der ist erst so weit hinten. Okay, scheiß auf den LKW. Der ist noch auf der Karte. Lol. Okay, auf der Brücke sind wir in der Mitte. Gut. Ein bisschen nervös. Der letzten die Abkürzung nehmen. Ja, dass er gleich kommt. Nö, der ist nicht mal auf der Karte. Geil. LOL, der ist nicht mal auf der Karte. Ja, geil, oh. Geil. Ich war noch nie so schnell. Nur zwei Sterne, Alter. Die habe ich so ab. Alter, der war in der zweiten Runde gar nicht mehr zu sehen. Hey. Oh, leck. Okay, so viele Versuche habe ich auch nicht gebraucht. Alter Falter. Und das war's mit den Rennmissionen. Ja, und jetzt kommen die Credits. Und jetzt ruft mich jemand an. Super, während ich Let's Play. Geil. Und jetzt kommen eh die Credits. Beziehungsweise nicht. Gut, danke für dein Interesse. Also, wir sehen uns im letzten Part. Danach wieder. Von Mario Kart 64, würde ich schon sagen. DS, wo wir
den Battle-Modus zocken, also Wettkampf-Modus. Also schaltet ein. Ciao, Leute.